Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder da seid. Heute starten wir mit einem richtig coolen Projekt, darauf warte ich schon seit über 2 Jahren und wir werden uns jetzt eine Plattensäge bauen. Vorab nur die Info, das wird wahrscheinlich ein 2- oder 3-Teiler werden, weiß ich noch nicht genau. Es ist einfach ein größeres Projekt, von daher warne ich euch schon mal vor. Wem der Begriff Plattensäge einfach nichts sagt, wer schon mal im Baumarkt war, sich Platten zugeschnitten hat, irgendwelche Küchenarbeitsplatten zum Beispiel, und diese große Säge, die dann von links nach rechts verfahrbar ist, das ist eine Plattensäge. Oder falls ihr, werdet ihr wahrscheinlich Let's Bastel-Videos gucken, der Truppe, der hat sich auch so eine große Striebig gekauft, das ist eine Plattensäge. Wir werden jetzt auf jeden Fall gemeinsam diese Plattensäge bauen, aber keine, die verfahrbar ist von links nach rechts, sondern eine, die fest ist, wo der Schnitt nur von oben nach unten möglich ist. Falls ihr euch jetzt fragt, warum baust du keine, die verfahrbar ist, das ist doch voll cool. Ja, gebe ich euch recht, die ist richtig cool. Aber ich werde euch im Laufe des Videos erklären, warum ich keine verfahrbare bauen werde. Ebenso wie andere Fragen, wie zum Beispiel, wozu braucht man überhaupt eine Plattensäge? Was für Material verwende ich? Wieso unbedingt dieses Material? Worauf ist zu achten? Das werden wir alles in diesem Video klären. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Und wir starten einfach und ganz klar mit der Rahmenkonstruktion. Das ist schwer. Hier seht ihr schon mal die ganzen Aluminiumprofile, die ich für das Grundgestell brauchen werde. Ich habe mir wirklich lange Zeit genommen. Ich war ja 2 Wochen in Isolation und ich habe fast die ganzen 2 Wochen damit verbracht, diese Plattensäge zu planen. Und das ist dabei rausgekommen. Ich werde ungefähr fast 12 von diesen Aluminiumprofilen, das sind jetzt 40x40er E-Typ, 2 Meter Länge. Und ich werde fast 12 insgesamt brauchen für das Projekt. Und das Coole ist, es gibt ein Set mit 12 Stück für einen ganz guten Kurs und ich musste mir die holen. Und ich verlinke euch alles wie immer in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne besorgen. Ansonsten, ich habe ja damals vor 2 Jahren oder fast über 2 Jahren meine Tischoberfräse gebaut. Diese Oberfräse war auch mit beziehungsweise aus Aluminiumprofilen gebaut. Zwar kleineren, 30x30, aber seitdem gibt es immer wieder mal Fragen zu diesen ganzen Profilen. Was gibt es da für Winkelverbinder? Wieso hast du jetzt B-Typ und nicht I-Typ verwendet? Ich werde jetzt versuchen, einfach in dieser Videoserienreihe, wo ich diese Aluminiumprofile verbauen werde, euch mal immer wieder mal zwischendurch erklären, warum habe ich diese Profile gewählt? Was gibt es da für Winkelverbinder? Welche werde ich wählen? Was kann man sonst noch machen? Ich habe mich hierfür einfach entschieden, weil das ist super stabil und die kann man wirklich präzise einstellen. Da ich mich außerdem ranmachen muss und einige von diesen Profilen zersägen muss, habe ich mir ein Sägeblatt für Aluminiumschnitte geholt. Also, wenn ihr kleinere Aluminiumleisten habt, irgendwelche ganz klein, und ihr müsst unbedingt diese Leiste zersägen und ihr habt kein Aluminiumsägeblatt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mit dem Holzsägeblatt auch machen. Aber nicht zu oft und keine von diesen großen Profilen, sonst macht ihr euer Sägeblatt kaputt. Für kleinere Sachen kann man auf jeden Fall das Holzsägeblatt benutzen, aber wie gesagt, nicht zu oft. Ich würde euch raten, holt euch einfach ein spezielles Sägeblatt für Aluminium, für eure Kappsäge oder Tischkreissäge. Kommt darauf an, wie ihr das zersägen wollt, weil ihr werdet es immer wieder mal brauchen. Ich würde sagen, es kann losgehen. Laptop ist an. Da sind die ganzen Maße, weil da der ganze Plan fertig ist. Ich muss ja die Aluminiumprofile zersägen. Und eine Info an euch, sobald der letzte Teil von dieser Plattensäge-Reihe erschienen ist, kommen auch die Pläne für euch online. Und wie sonst auch immer in meinem Shop könnt ihr euch die gerne runterladen. Die Profile sind jetzt soweit zersägt, auf Maß gebracht und wir müssen sie jetzt verbinden. Und ich habe jetzt den Tisch voll mit verschiedensten Verbindern, um euch das einfach mal zu zeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Außerdem habe ich jetzt hier 2 Profile liegen. Das ist jetzt ein 40x40 Profil, das hier ist ein 30x30. Das habe ich damals bei der Tischoberfräse benutzt und beide Profile haben die 8er Nut. Das heißt, der Abstand hier zwischen sind 8 mm. Die haben aber beide einen unterschiedlichen, einen anderen Typ von der 8er Nut. Das hier links, das große, das ist die I-Typ und das hier ist B-Typ. B-Typ bedeutet Bosch, I-Typ, Item. Das sind 2 verschiedene Hersteller und die haben halt 2 unterschiedliche Nutentypen entwickelt.
Beide haben die verschiedensten Verbindermöglichkeiten, verschiedenste Nutensteine, Profilgleiter. Profilgleiter, falls ihr euch erinnert, damals von der Tischoberfräse. Ich finde die Dinger absolut geil. Die kann man dann hier in dieser B-Nut führen. Und außerdem gibt es welche für die I-Typ-Nut. Die kann man jetzt aber zum Beispiel, Profilgleiter von der B-Typ geht nicht rein in die I-Typ-Nut. Aber der I-Typ geht in B-Nut rein. Zwar ein bisschen schwierig, aber der geht rein. Was die Nutensteine angeht, das ist jetzt ein Standard-Nutenstein. Der geht in I-Typen rein und den kann man auch wirklich nur von der Seite hier reinschieben. Den kann man jetzt nicht von hier reinpacken, das geht leider nicht. Aber dafür gibt es andere Nutensteine, wie zum Beispiel den hier. Den kann man von hier oben einführen und beim Drehen verkantet er sich, dreht sich und so kann man das Ganze verschrauben. Wenn man jetzt Profile verbinden möchte, wir sagen mal, wir möchten die jetzt gerne so verbinden, dann gibt es die Möglichkeit, mit solchen Winkelverbindern das Ganze aufzubauen. Man packt das hier rein in die Nut. Und dann kann man das von der Seite oder sogar von der Seite hier reinpacken, das Ganze zumachen und festschrauben mit diesen Madenschrauben. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel die Profile so verbinden wollt. Ihr könnt das dann jetzt nicht mit diesem Winkelverbinder machen. Der geht zwar in diese Nut rein, aber hier seht ihr, die Nut verläuft komplett andersrum. Dafür braucht ihr jetzt eine andere Lösung. Dafür gibt es dann solche Winkel oder solche Winkel. Die finde ich cooler, die sind auch, glaube ich, günstiger als die anderen. Davon habe ich mir jetzt reichlich welche geholt. Und wenn man das jetzt natürlich so verbinden möchte, dann macht man das Ganze so. Ihr müsst natürlich aufpassen, hier von der Seite, bei diesem Profil, ist das kein Problem. Ihr seht ja hier diese Nasen, ich hoffe, das kann man gut sehen. Links und rechts die beiden Nasen. So kann man sie gut einsetzen, die sind genau für die Nut gedacht. Wenn man die jetzt aber so verbauen will, muss man die Nasen hier abbrechen. Das geht ganz einfach. Und das muss ich dann machen, wenn ich das Profil so verbinde. Also muss ich an der Stelle hier die Nasen abbrechen. Sogar noch. Ich glaube, ich bin ein bisschen dunkel aufgrund des Lichts von links und rechts, aber ist ja auch egal, ihr hört mich. Also, ich habe das Gestell jetzt zur Seite gelegt erstmal. Ich habe es zusammengebaut, aber es ist noch nicht perfekt ausgemessen, rechtwinklig ausgelegt und so weiter. Das machen wir später alles, weil dieses Gestell, das wird auch nicht so stehen, komplett gerade im 90 Grad zum Boden, sondern es wird ja gewinkelt sein. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Wir bauen uns diesen Fuß und verbinden dann später dieses Gestell an den Fuß, damit das Ganze ein bisschen gewinkelt ist. Und jetzt werdet ihr auch sehen, warum ich mir überhaupt so eine Plattensäge baue. Was das für ein Aufwand ist, diese großen Platten zu zersägen. Wer das von euch schon gemacht hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Und ihr werdet es jetzt einfach live mitbekommen. Oh Mann.
Die Bretter, die ich eben mühevoll zersägt habe, die seht ihr hier. Ich habe sie provisorisch schon mal hingelegt. Die werden am Ende aber genauso aufgebaut. Ich habe die Bretter auch im Winkel gesägt, damit die Plattensäge schön anliegt, in einem bestimmten Winkel. Sprich, wenn wir unser Brett später, unser Werkstück, oben drauf machen, dann fällt das nicht hin, kippt nicht um, sondern es bleibt in seiner Position. Die Befestigung ist ganz einfach. Ich mache hier seitlich Löcher rein in jedes von den Brettern und dann mit Hilfe von Nutenstein kann ich die Bretter mit den Profilen zusammen verbinden. Und wie ihr seht, ich habe ja vier vertikale Profile. Jedes von den vertikalen Profilen kriegt sein eigenes Brett zur Stabilität. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Unten drunter kommt noch ein Brett, wo die ganzen Seitenteile befestigt werden. Es kommen noch Verstrebungen und so weiter. Das werdet ihr alles gleich noch sehen. Aber ratet mal, wie lange es gedauert hat, bis ich diese vier Bretter zersägt habe. Ich glaube an die 1,5 Stunden. Klar, ich habe sie jetzt auch im Winkel gesägt. Das heißt, die sind jetzt nicht im 90 Grad. Ich brauchte den Winkel ja. Aber das heißt nicht, dass eine Plattensäge nicht im Winkel sägen kann. Das jetzt nur mal so als Info am Rande. Ob ich diese Funktion einfügen werde, vielleicht. Ich bin noch am überlegen, wie ich das Ganze umsetze. Es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Ende. Und wenn ich diese Funktion einfüge, dann auf jeden Fall erst zum Schluss, weil das wie so eine Art Add-on ist für die ganze Plattensäge. Das kommt zusätzlich hinzu.
So, meine Freunde, das Aluminiumgerüst ist fertig aufgebaut. Ich habe jetzt insgesamt 2 Stunden gebraucht, um das Ganze komplett auszurichten auf Maß, damit das alles passt. Jo, und jetzt führe ich euch mal freihändig rum, um euch ein paar Kleinigkeiten hier zu zeigen. Also die Schraube mit dem Nutenstein zusammen, absolut geil. Gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Das hat wirklich schnell funktioniert und das hält wirklich Bombe. Ich habe insgesamt hier 22 Schrauben mit diesem Nutenstein verbaut in den kompletten Seitenteilen, um das Ganze zu fixieren. Also absolut genial. Und wenn man sich das von der Seite anguckt, dann sieht man, das Aluminiumgestell bzw. die Aluminiumprofile sind hier komplett eben mit dem Holzgestell. So wollte ich das haben. Obendrauf habe ich noch eine Platte hingelegt, komplett rüber, verschraubt, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und die Aluminiumprofile drücken auch nochmal gegen das Holz. Also wirklich super. Das Einzige, ich habe mich vermessen, und zwar unten drunter, wo ich die Nuten gefräst habe. Bei diesen mittleren Teilen, die sollten normalerweise 800 mm auseinander sein, die sind jetzt aber viel näher dran. Und da seht ihr hier oben. Das Aluminiumprofil ganz oben, das ist 800 mm lang. Und normalerweise wollte ich das ja so verschrauben, dass das komplett hier bis zum Ende verschraubt wird. Und jetzt musste ich das halt 40 mm nach innen ziehen, auf beiden Seiten. Sprich, ich habe mich um 80 mm vertan, Leute. Im Plan ist alles richtig aufgezeichnet. Ich hätte es nur richtig sehen müssen und richtig hingucken müssen. Habe ich natürlich nicht. Naja, passiert. Unten drunter seht ihr, ich habe die Profile nicht bis zum Boden gedrückt. Da ist noch Platz. Warum und weshalb, werdet ihr dann im zweiten Teil sehen. Ich hoffe, das hat euch soweit Spaß gemacht. Und eine kleine Demonstration noch zum Ende. Ich habe ja eben gesagt, die ganzen Aluminiumprofile werden ja an diesem Holzgestell nur mit diesen kleinen Schrauben und den Nutensteinen gehalten. Vielleicht denkt ihr euch, das reicht vom Gewicht nicht aus, weil später diese großen Platten, die wiegen ja einiges, dann fällt das Ganze in sich zusammen. Ich zeige euch das mal. Also ich selbst, ich wiege, was wiege ich? Ich glaube an die 100 Kilo. So, also ich merke nicht, dass irgendwas nachgibt oder runterrutscht. Also das hält auf jeden Fall Bombe, Leute. Im nächsten Teil pimpen wir das ganze Ding auf. Noch ist es leer. Hier kommt dann die Säge hin. Dann die Überlegung, und das ist sehr wichtig, das hat mich auch irgendwie am meisten Zeit gekostet, das Gegengewicht von der Säge selbst, damit wir nicht viel Kraft ausüben müssen, um die ganze Säge hochzudrücken. Es bleibt auf jeden Fall spannend, auch bis zum nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, Leute, und bis dahin.